Das Basilisk-Wahlduell in Zusammenarbeit mit der Basel-Landschaftlichen Zeitung BZ. Herzlich willkommen zum Wahlduell von der Basel-Landschaftlichen Zeitung und Radio Basilisk für die Nationalratswahlen vom 23. Oktober. Mein Name ist Hans-Martin Jährmann von der Basel-Landschaftlichen Zeitung. Unsere Gäste heute im Studio: der Balz Stückelberger, Nationalratskandidat von der FDP Basel-Land, und der Beat Janz, SP-Nationalrat aus Basel-Stadt. Der Balz Stückelberger ist Geschäftsführer vom Arbeitgeberverband der Schweizer Banken. Er ist verheiratet und hat zwei junge Söhne. Er wohnt in Arlesheim. Politisch sitzt er seit dem Juli für die FDP im Basel-Bieter Landrat. Der Balz Stückelberger ist außerdem Betreiber vom bekannten Politblog Downtown Arlesheim. Herzlich willkommen, Herr Stückelberger. Der Beat Janz sitzt seit gut einem Jahr für die Basler SP im Nationalrat. Er ist nachgerückt für Rudi Rechsteiner, der damals zurückgetreten ist. Der Beat Janz hat 10 Jahre im Basel Grossen Rat politisiert und ist zwischen 2000 und 2005 auch Parteipräsident der SP gewesen. Von Beruf ist er Umwelt-Naturwissenschaftler und er arbeitet als Projektleiter bei der Umweltberatungsfirma ECOS. Der Beat Janz ist Vater von 2 Töchtern und lebt mit seiner Familie im Kleinbasel. Auch Sie, Herr Janz, herzlich willkommen. Grüezi. Herr Janz, Sie haben uns im Vorfeld von diesem Interview verraten, dass Sie den Herrn Stückelberger auch privat kennen. Dabei sind Sie ja nicht einmal in der gleichen Partei und wohnen auch nicht im gleichen Kanton. Wo haben Sie den Herrn Stückelberger kennengelernt? Gemeinsame Freunde, wir treffen uns ab und zu, wir haben sogar schon mal ein Wochenende zusammen verbracht, also wir kennen uns gut. Kommt noch dazu, dass wir Kinder haben, die ungefähr gleich alt sind, auch das bringt wieder Begegnungen. Also ich würde sagen, ich freue mich sehr, dass ich einmal gegenüber jemanden habe, den ich richtig gut mag. Ja, Herr Stückelberger, ist das nicht ungewöhnlich, dass man über die Parteigrenzen raus auch private Kontakte pflegt? Nein, überhaupt nicht. Also für mich ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man da zwischen politischem und privatem trennen. Ich glaube, was der Beat Janz und mich verbindet, ist, dass wir beide sehr weltoffen und tolerant sind. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man seine Freunde nicht nach politischer Couleur aussucht. Ich glaube, wenn man das macht, dann bewegt man sich in einem sehr eigenartigen Biotop. Und es kommt natürlich auch dazu, dass es viel spannender ist, sich auch im Privaten mit Leuten zu treffen, die nicht immer gleicher Meinung sind in der Politik. Ja, aber Herr Janz, wie ist denn das, wenn Sie nicht gleicher Meinung sind, wenn Sie über Politik zusammenreden? Wird da auch mal hart gestritten? Nein, also ich wünschte mir, dass die politische Auseinandersetzung in Bern so läuft, wie wir sie immer haben, wenn wir politisch reden. Ich habe das Gefühl, wir kommen relativ schnell zum Punkt, wo wir sagen, wo sind wir eigentlich gleicher Meinung, oder? Wo finden wir uns, oder? Das ist eigentlich, steht ein bisschen im Vordergrund. Und ich habe das Gefühl, die Diskussionen, die sind sehr wertvoll, weil viel mehr als die zur Schau gestellte politische Diskussion zeigen sie aber auch sehr gut auf. Für mich auf jeden Fall, wie die andere Seite auch noch denkt und wie man sich eigentlich in viel mehr, als man offenbar zugibt, einig ist. Kommen wir also zu den politischen Inhalten, zum starken Franken. Der Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat ja kürzlich ein Hilfspaket gegen starken Franken angekündigt. In der Zwischenzeit hat allerdings auch die Nationalbank interveniert und den Kurs zum Euro bei einem Franken 20 festgelegt. Herr Janz, ist es jetzt überhaupt noch nötig, dass der Staat im Kampf gegen starken Franken auch noch Geld einschießt? Ja, weil wenn er bei 1,20 stabil bleibt, dann ist das schon ein riesen Erfolg. Aber es wird trotzdem bedeuten, dass unsere Exportindustrie massive Ausfälle wird haben. Dass der Serge Gaillard im SECO zuständig für Wirtschaftspolitik, der sagt es so. In der Differenz zu 1,50, wo der Franken mal gesehen ist, ist pro Prozent mit einem Exportausfall pro Rappe mit einem Exportausfall von 1% zu rechnen. Das heisst, auch bei diesen Aussichten wird die Exportindustrie riesige Probleme haben. Und darum kann man, so gerne man das würde, das Thema überhaupt noch nicht abhaken. Die Frage ist, was macht man sinnvollerweise und wenn? Ja, was sind denn sinnvolle Massnahmen? Das Paket steht ja von links bis rechts auch in der Kritik.
Herr Jans? Also, es gibt ja zwei Stossrichtungen, die darf man nie vergessen. Das eine ist der Wirtschaft selbst, die jetzt Probleme hat. Die SP hat den Hilfsfonds vorgeschlagen, ist administrativ, gebe ich zu, sehr aufwendig, aber könnte dazu verhelfen, dass ganz gezielt den Firmen geholfen wird, die am meisten Probleme haben. Eine der Bedingungen ist, dass es tatsächlich Exportfirmen sind, die jetzt müssen sonst abbauen und die wahrscheinlich ihre Produktion aus der Schweiz für immer würden verlagern. Und die zweite Stossrichtung ist mir ganz wichtig. Die Schweizer sollen künftig auch können profitieren von Kursschwankungen. Bis jetzt haben das unsere Monopolimporteure alles eingesackt. Und das muss das Parlament noch so bald wie möglich korrigieren. Das darf nicht mehr passieren. Wir haben dort Monopolstrukturen, da muss eine Revision vom Kartellgesetz an. Und da bin ich dann gespannt, ob die FDP mitmacht. Herr Stückelberger, Sie haben angesprochen. Ihre FDP ist ja immer auch kritisch, wenn es um solche Staatsinterventionen geht. Das ist richtig, ja. Und ich bin vor allem auch froh, dass jetzt die Nationalbank gehandelt hat mit einem mutigen Schritt. Ich bin sehr froh, dass all die Massnahmen, die jetzt auch namentlich von der SP gefordert worden sind, dass man bis jetzt auf die nicht eingegangen ist. Die SP hat für mich dort eigentlich den Giftschrank von der wirtschaftspolitischen Eingriff sehr weit aufmachen. Ich bin froh, dass wir jetzt von dem, dass das jetzt nicht mehr auf der Traktandenliste steht. Zu dem Paket, wie es jetzt letzte Woche angekündigt worden ist, mit diesen 870 Millionen, da habe ich noch ein bisschen Zweifel, ob das wirklich richtig ist. Wenn man schaut, jetzt sind 500 Millionen davon. Also mehr als die Hälfte sind Investitionen oder Einlagen in die Arbeitslosenversicherung für Kurzarbeitsentschädigungen. Und im Moment reden wir also sicher nicht von Kurzarbeit. Die Unternehmen haben nicht zu wenig Arbeit. Sie haben genug oder sogar zu viel Arbeit, aber sie bekommen einfach nicht den Preis, den sie für ihre Produkte oder für ihre Dienstleistungen im Ausland sollten erzielen. Wegen dem sind wir von der FDP der Meinung, man muss jetzt primär mal schauen, dass man die Unternehmen kann entlasten. Die haben es an sich schon sehr schwierig, das sehen wir jetzt. Die Schweiz ist nicht ein einfacher Standort, wenn sich eben die Währung zum Beispiel so verschiebt. Dann müssen wir aber schauen, dass wir den Unternehmen nicht noch selber eigenen Sand ins Getriebe reinstreuen. Heisst konkret, wir müssen dort entlasten, was uns auch nichts kostet, nämlich beim administrativen Aufwand. Wir müssen die Bürokratie abbauen, wir müssen schauen, dass die Unternehmen sich wieder können auf ihr Kerngeschäft, und das ist nämlich Kerngeschäft konzentrieren, und das ist klar, innovativ sein, Produkte verkaufen und nicht Formulare ausfüllen, die der Staat von ihnen verlangt. Jetzt haben in der Region Basel mehrere Firmen angefangen, die Löhne von ihren Grenzgängern in Euro auszuzahlen. Herr Jans, als Sozialdemokrat können Sie an dem kaum eine Freude haben. Nein, das ist ein falsches Signal. Das schafft ja Präjudizien, wenn man jetzt sagt, dass die Arbeitnehmer aus dem Ausland kommen, dass die zu anderen Bedingungen angestellt werden, dann öffnet man dort die Tür für ganz einen Haufen Missbrauch. Weil die können dann ankommen und irgendwann sagen, halt, wenn wir hier vom Ausland her in der Schweiz einen Auftrag entgegennehmen, bitteschön, dann werden wir auch zu tiefen Löhnen hier können arbeiten und so weiter. Das ist eben eine Ungleichbehandlung, die am Schluss mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Das ist eine Kurzschlusshandlung. Ich verstand die Arbeit, Geben, die alles probieren, um ihre Probleme zu lösen. Aber langfristig schadet das mehr, als es das nutzt. Müsste man streng genommen, wenn der Kurs auch wieder mal höher ist, dann halt auch in Euro auszahlen? Und die Grenzgänger würden dann zumal profitieren? Ich finde, das ist eine Lösung, die man prüfen kann, die man mittelfristig anschauen kann. Das kann man allerdings jetzt nicht so schnell übers Knie brechen, weil das hat enorme Konsequenzen für unsere Wirtschaft. Aber mir ist es wichtig, dass wir die nicht vergessen, vor allem die KMU, die jetzt betroffen sind. Und die FDP macht sich jetzt wirklich ein bisschen zu einfach, vor dem Hintergrund, dass es um zigtausende von Arbeitsplätzen geht. Man kann dann nicht einfach sagen, wir haben zu viel Bürokratie und das, was unsere Firmen hier halten, ist, wenn sie ein bisschen weniger Formulare ausfüllen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht die Lösung. Und ich stell bei den bürgerlichen Parteien ein bisschen eine Verunsicherung in diesem Thema fest. Und das enttäuscht mich sehr. Wenn ich daran denke, was eigentlich die Ursache ist von dieser Währungskrise, das ist wirklich, dass gerade von wirtschaftsnahen Seiten immer wieder gesagt worden ist, die Schweizerische Nationalbank, die macht Mist, oder? Die macht Mist, die soll sich möglichst ruhig verhalten. Die SP hat im Januar schon gesagt, Achtung,
Erstens, es ist eine Katastrophe, wenn man die Nationalbank schwächt. Das ist dann wirklich Auftrag für Spekulatoren, wenn sie dann wissen, für Spekulanten, wenn sie dann wissen, dass in der Schweiz ein unsicheres politisches Klima herrscht und niemand getraut zu intervenieren. Oder? Und zweitens, wenn man dort schon konsequent gesagt hat, wir setzen eine Untergrenze für einen Schweizer Franken, dann hätten wir jetzt das Problem nicht. Oder? Und das ist die grosse Katastrophe, behaupte ich, dass die wirtschaftsnahen Parteien das Problem selber nicht begriffen haben und die Nationalbank letztlich nicht unterstützt haben. Das ist das Erste. Und das Zweite, sie begriffen es jetzt wieder nicht. Sie begriffen nicht, was das für die Exportindustrie bedeutet, wenn nicht noch eine deutlichere Kurskorrektur stattfinden kann. Und sie werden dann zuschauen, wie zigtausend Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Herr Stöckelberger, Sie sind angesprochen. Ja, das ist ein ganzer Strauss von Anwürfen von Beat Jansi. Ich will dort eigentlich jetzt beim letzten anfangen, wer jetzt eigentlich der Ernst von der Situation effektiv begrifft. Ich glaube, das sind tatsächlich wir oder halt die FDP und die Unternehmer oder die wirtschaftsfreundlichen Unternehmer, müssen so sagen, wo jetzt alles machen, um die Arbeitsplätze können hier halten, oder? Und zu solchen Massnahmen, um die Arbeitsplätze zu erhalten, gehören halt letzten Endes auch Massnahmen bei den Löhnen. Das ist ein Riesenkostenblock in einem Unternehmen. Und ich habe sehr grossen Respekt vor solchen Unternehmern, die jetzt ihr Unternehmen durchschütteln, überall nach Einsparungs- und Effizienzmöglichkeiten suchen. Mit dem Ziel, die Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist überhaupt nicht die Rede von Abwanderung von Arbeitsplätzen. Ganz im Gegenteil. Es ist das Ziel von diesen Unternehmen, die jetzt solche zugegebenermassen unpopuläre Massnahmen ergreifen, eben Arbeitsplätze können zu erhalten. Weil wenn sie mal weg sind, da sind wir uns alle einig, dann sind sie weg. Und ich weiss nicht, was dann die SP und Gewerkschaften werden sagen. Zeit ist ja, Entschuldigung, sagen Sie nur, Herr Jans. Eben, die Massnahmen, die da soll helfen, die fehlt mir noch. Also nur mit Bürokratie abbauen, schaffen wir es leider nicht. Und das meine ich mit Ernst von der Situationsbegriffen. Nein, aber es ist ja hier jetzt konkret um Arbeitszeitenerhöhung und Lohn in Euro gegangen. Das sind für mich legitime Massnahmen, wenn sie dazu, oder wenn sie die Alternative sind zu einem Arbeitsplatzabbau. Das ist eigentlich unsere Haltung. Es muss, wenn das letzte Mittel ist, dann ist das legitim. Das ist ja kurzsichtig. Aus dem Grund, weil wir jetzt noch die Situation haben, dass Aufträge von früher noch erfüllt werden. Dadurch gebe ich Ihnen recht. Es ist tatsächlich so, dass die Auftragsbücher von der Firma noch gefüllt werden. Aber das wird sich relativ bald ändern. Das System reagiert eben mit Verzögerung. Und das ist das, was ich Ihnen vorwirfe. Wir haben schon letztes Mal gesagt, schaut ein bisschen weiter als gerade über die Nasenspitzen raus. Und da geht es jetzt wirklich um die Frage, was machen die Firmen, wenn die Aufträge nicht mehr kommen, wenn der Franken sich nicht deutlich erholt hat und wir können sagen, dass wir weitere Aufträge bekommen. Und da muss ich sagen, kommt von bürgerlicher Seite leider keine Antwort. Ich weiss, es ist nicht einfach, auch von der SP her sind es Antworten, die nicht unproblematisch sind, aber es ist immer noch besser als keine. Herr Jans, diese Woche hat Ihre Partei die Cleantech-Initiative eingereicht. Die Initiative verlangt, dass ab dem Jahr 2030 mindestens die Hälfte von der Energieversorgung in der Schweiz aus erneuerbaren Quellen stammt. Herr Jans, wie soll das funktionieren? Das ist natürlich ein Strauss von Massnahmen. Einige sind schon eingeleitet worden. Die Schweiz muss sich hier einfach wieder auf ihre Wurzeln besinnen und auf ihre grossen Fähigkeiten, nämlich Pioniertaten zu erbringen und wirtschaftlich voranzugehen. Im Moment haben wir in der Umweltpolitik die Situation, dass die Schweiz hinten reinplempelt. Also die EU-Nationen machen uns vor, wie man dort vorangeht. Und das ist darum sehr dramatisch, weil die Cleantech-Industrie, also die Wirtschaft, die sich darum kümmert, dass Energie erneuerbar kommt, dass Ressourcen schonend genutzt werden, das ist die Leitindustrie der Zukunft. Die kontrollieren, die bestimmen die Zukunft, die können Innovationen, die können Exportindustrie aufbauen. Und die SP will ganz schlicht und einfach dort mal Druck aufsetzen, dass etwas geht. Wir verlieren den Boden gegenüber der EU und können das uns nicht leisten, wenn wir zukünftig auch einen interessanten Innovation- und Arbeitsstandort werden sein. Herr Stöckelberger, Pioniertaten, wirtschaftlich vorwärts kommen, das sollte doch in Ihren Ohren
wie gut die Musik tönen. Ja, das tönt nicht schlecht in meinen Ohren. Ich muss vielleicht vorausschicken als Vorbemerkung, ich bin eigentlich immer schon kritisch eingestellt gewesen gegenüber der Kernenergie. Und zwar nicht unbedingt wegen Unfällen, die jetzt dann passiert sind, sondern primär einfach wegen der ungelösten Frage vom Abfall. Das ist nicht eine durchdenkte Technologie, wenn am Schluss ein Haufen Abfall bleibt. Zu der Cleantech-Initiative muss ich sagen, die ist im Ansatz sicher gut. Wir haben ja jetzt in der Schweiz etwas diffus, aber immerhin, wir haben einen Konsens, dass wir wollen von dieser Kernenergie weggehen. Und jetzt fällt natürlich der Ausstieg und der Umstieg vor allem nicht einfach so vom Himmel, sondern es braucht jetzt hier effektiv Massnahmen und Lösungen. Und die Cleantech-Initiative der SP, das ist jetzt mal das erste verbindliche Ziel, das vorgeschlagen wird im Rahmen dieser Volksinitiative. Das finde ich grundsätzlich gut. Es hat dort natürlich, was jetzt Beat Jans nicht erwähnt hat, es hat dort auch noch einen Punkt drin, den ich eher kritisch anschaue. Das ist nämlich der dritte Teil von dieser Initiative, wo dann der Bund soll vorschreiben, welche Arten von Technologien jetzt wo dürfen eingesetzt werden und was jetzt gerade genau als aktuell gilt. Das ist für mich jetzt wieder finde ich eigentlich schade. Das ist für mich ein typischer SP-Ansatz, oder? Das führt dann wieder zu einer riesen Regulierungsflut. Und ich bin nicht ganz sicher, ob die 100'000 Arbeitsplätze, die da geschaffen werden sollen, nicht zur Hälfte dann beim Bund geschaffen werden, bei diesen Technikvorgäbern nämlich. Und das wäre natürlich auch nicht die Idee. Aber vom Grundsatz her finde ich die Initiative gut. Aber Herr Stückelberger, kann man denn das 50%-Ziel, das anvisiert ist, auch auf anderem Weg erreichen, ohne die Staatsinterventionen, die Sie kritisieren? Nein, also, die 50%, die sollen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem auch durch Anreize und Investitionen, erreicht werden. Und da bin ich völlig einverstanden mit Beat Jans. Wir müssen den Umstieg primär als Chance sehen und nicht als Bedrohung für die Wirtschaft, oder? Ganz Europa, oder halb Europa zumindest, steigt jetzt aus. Und für mich müsste eigentlich die Schweiz als Technologienation die Nation sein, die eben die Technologie liefert für den Ausstieg, oder? Wir haben Know-how, wir haben Technologie in der Schweiz. Und da glaube ich, da haben wir eine riesen Chance für die Wirtschaft. Und da sind wir uns, glaube ich, einig von der Stossrichtung und von dem, was das eben in der Wirtschaft effektiv würde bringen. Herr Jans, wo sind Sie denn mit dem Herrn Stückelberger in dieser Frage nicht einig? Also ich bin sehr einig mit dem Herrn Stückelberger. Also vieles, was er jetzt gesagt hat, könnte von mir sein. Aber ich befürchte, dass seine Partei nicht einig ist mit dem Herrn Stückelberger. Also bis jetzt wird jeder Vorschlag, der in der Umweltpolitik etwas bringen soll, der die Erneuerbaren sollen voranbringen soll, der die Effizienz soll voranbringen soll, von der FDP bekämpft. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht, dass ich das Gefühl habe, die Partei, die in den 80er Jahren vordenkt hat, was Umweltpolitik ist, hat total den Faden verloren. Man kommt nicht daraus, wenn sie jetzt raus aus der Atomenergie oder wenn sie es nicht. Und vor allem hat man das Gefühl, jeder Schritt, jede Massnahme, wo das zum Teil schon seit Jahrzehnten vorschlägt und jetzt alles wieder bringt, wird kritisiert. Wird einfach alles kritisiert. Es gibt überhaupt keinen Ansatz, wo ich das Gefühl habe, auf dieser Seite kommt und sagt, okay, wir haben eine riesen Aufgabe zu meistern, wir machen das zusammen, wir suchen Lösungen. Und da ist meine Differenz, oder? Dass ich bei der FDP einfach keinen vertrauenswürdigen Partner mehr finde in der Politik für gemeinsame Lösungen in diesem ganz, ganz wichtigen, zukunftsträchtigen Bereich. Der grosse Unterschied, den jetzt auch der Beat Jans angesprochen hat, ist wahrscheinlich eben das berühmte Technologieverbot, was sich die FDP tatsächlich dafür eingesetzt hat, dass man das nicht verhängt, weil es könnte ja tatsächlich sein, dass man irgendwann einmal eine Technologie herausfindet, die auf Kernenergie beruht, aber kostengünstig und in Umweltverträglichkeitshinsicht unbedenklich ist. Das mag sein. Ich glaube, wir müssen jetzt, wo wir an einer Neuorientierung von der Energieversorgung, von der Energiepolitik sind, müssen wir eben offen sein für alles, für Geothermie und so weiter, aber auch natürlich für möglicherweise neue Technologien beruhend auf Kernenergie. Da wird auch jetzt schon geforscht und die FDP sagt dort, das wäre fahrlässig, wenn man dieser Forschung jetzt würde den Stecker rausziehen. Aber es ist für mich ganz klar, die Hauptstossrichtung von den Investitionen und von der Forschung muss jetzt im Bereich von der erneuerbaren Energien gelegt werden. Kommen wir vielleicht zum Schluss, Herr Stückelberger, noch eine Frage zu Ihrem persönlichen Energieverbrauch. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind Sie mit dem Auto hierher ins Studio gefahren. Wo sparen Sie persönlich Energie?
Das ist überhaupt nicht repräsentativ. Ich fahre nie mit dem Auto in die Stadt. Ich bin nur jetzt mit dem Auto gegangen, weil ich von Bern her gekommen bin und zwischendrin noch zwei Termine hatte. Das ist ein konkretes Beispiel. Wir haben uns daheim überlegt, ob wir ein zweites Auto brauchen. Wir sind beide berufstätig, meine Frau und ich. Haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Das geht locker mit einem. Meistens geht es auch mit gar keinem. Ich fahre konsequent Zug, Tram, Velo oder zu Fuss. Herr Jans, Sie sieht man in der Stadt meistens auf dem Velo. Gibt es Bereiche, wo auch Sie Ihren persönlichen Energieverbrauch noch senken könnten? Ja, das gibt es immer. Also, man muss immer arbeiten. Also, einer ist beim Fleischkonsum, oder? Ich habe letztens gelesen, dass das für die Energiebilanz extrem wichtig ist. Also, da bin ich dran, wirklich den deutlich zu senken. Was auch ist, ich gebe das da offen zu, meine Partnerin ist Amerikanerin, oder? So Verwandtschaftsreisen sind schlecht für die Ökobilanz, gebe ich ehrlich zu, ich habe die auch mit ihr zusammen, bin ich am senken. Sie sagt immer, tu doch nicht so, die doch nicht so empfindlich, seit ich dich kenne, fliege ich halb so viel, das ist auch gut für die Ökobilanz. Und ich fahre konsequent Velo, ich habe eine Wohnung, die mit Angeräten ausgestattet ist, wahrscheinlich meinem Energiestandard entspricht, also gibt mir da sehr Mühe und ich transportiere meine Töchter, das auch heute oben, wieder konsequent mit dem Veloanhänger durch die Stadt. Gut, wir nehmen das als Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Gästen vom Waldwell, dem Bald Stückelberger von der Baselbieter FDP und dem Beat Jans, Nationalrat von der Basel SP. Mehr zu diesem Duell gibt es am Samstag in der Basel-Landschaftlichen Zeitung auf der Seite Brennpunkt. Das Wahlduell bei Basilisk und am Samstag zum Nachlesen in der Basel-Landschaftlichen Zeitung BZ.